Dann laufen wir da mal hin. Das ist quasi rüber. Und dann da vorne muss hier gleich irgendwo sein. Irgendwo. Hier oben vielleicht? Das nervt mich, das Bier. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt zu wenig Platz. Lalala, wo ist denn der? Da ist der. Die Stadt bewahren. Nur wenige wagen es, das Reich des Todesfürsten zu betreten. Eure Tat besteht zu gleichen Teilen aus Tapferkeit und Dummheit. Aber ich denke, in diesem Fall brauchen wir genau das. Ich habe auf euch gewartet, Ebenenläufer. Ebenenläufer? Okay. Wer seid ihr? Ihr könnt mich die Stadtwahrerin nennen. Ich bin eine der wenigen Überlebenden, die noch verblieben sind. Ich kümmere mich um diese Stadt. Die Magie, die diese Mauern schützt und für unsere Sicherheit sorgt, braucht beständige Hege und Pflege. Und wo sind wir? Der ursprüngliche Name der Stadt ist nicht mehr von Belang. Jetzt ist sie die leere Stadt, die darauf wartet, gefüllt zu werden. Ein perfekter Ort, um einen Angriff auf Mulag Baal zu beginnen. Die Stadt kann euer Schild gegen die Gefahren von Kalthafen sein. Es braucht nur Leben, um sie zu alter Größe zurückzuführen. Und hier soll ich meine Armee sammeln? Möglicherweise. Es gibt keinen sichereren Ort in Kalthafen. Denn Mulag Baals Arm reicht nicht bis in die leere Stadt. So war es beabsichtigt und so ist es auch. Bitte begleitet mich ein Stück. Lasst mich euch zeigen, warum diese Stadt euren Zwecken dienlich sein wird. Ich bin bereit. Schaut hin und hört zu. Auch wenn ich es euch erklären könnte, ist es besser, wenn ich es euch einfach zeige. Diese Straßen sind von der Geschichte der Stadt durchdrungen. Und mit etwas Magie kann ich sie euch enthüllen. Nun kommt, lasst uns ein paar Schritte gehen. Dann lauft mal voran. Weil die rennt und ist mega langsam. Vor langer Zeit befand sich diese Stadt in Nirn. Sie war lebendig und pulsierend und trug einen anderen Namen. Okay. Vor langer Zeit warst du auch mal schneller. Alter, kann man so langsam sein? Das ist ja mega krass. Das Volk verehrte Fürstin Meridia, die Strahlende. Es lebte in Frieden und fühlte sich vor allen Gefahren sicher. Aber Meridia hat Feinde, wie den widerlichen Mulag Baal. Der Todesfürst hat Untergebene aus Kalthafen gesandt, um ihre geliebte Stadt zu zerstören. Moment eben. So. Jetzt bin ich wieder ready to take Ophel. Die Verteidiger der Stadt gaben alles, aber sie hatten keine Chance gegen Mulag Baals Streitkräfte. Alle außerhalb der Mauern wurden niedergemetzelt. Aber die Krieger und Magier schafften es, die Tore zu versiegeln, um diejenigen, die sich innen zusammenscharten, zu beschützen. Okay. Glücklicherweise war gerade der Aeliden-König Laloriaran Dunar zu Besuch in der Stadt. Der geschickte Krieger und Taktiker führte schnell die Verteidigung der Stadt an. Der Aeliden-König verteidigte ganz allein eines der Tore. Während er kämpfte, betete er um Beistand. Und seine Gebete wurden erhört. Interessant. Meridia empfand Mitleid für ihre Jünger, aber sie sah auch eine Chance. Mulag Baals Portal funktionierte in beide Richtungen. Es war an der Zeit, die Schlacht nach Kalthafen zu verlagern. Hm.
Merivia umhüllte die Stadt mit einem Zauber und beförderte sie nach Kalthafen. Die Stadt kam unbeschädigt an, aber viele der Einwohner wurden durch die Schutzzauber dieses Reichs getötet oder auseinandergetrieben. Sogar der Aileidenkönig wurde gefangen. Dennoch hatte Merivia das Unmögliche erreicht. Sie stieß Molag Bal einen Dolch in die Seite. Ein Teil ihres Reiches befand sich in seiner Domäne und er konnte nichts dagegen tun. Die Überlebenden jedoch verloren den Glauben. Einer nach dem anderen verließ die sicheren Gefilde der Stadt, um nach Nirn zurückzukehren. Sie waren dumm und sie zahlten den Preis dafür, Meridias Befehle zu missachten. Merivia wusste, dass der Tag kommen würde, an dem sich eine Gelegenheit ergeben würde. Ein Molag Bal, der sich seiner Sache zu sicher ist. Champions aus einer anderen Ebene. An diesem Tag würde die Stadt zum Brennpunkt im Schlag gegen den Herrn der Intrigen werden. Ich sage, der Tag ist endlich gekommen. Der große Magier Vanus Galerion, der Aileidenkönig und ihr, unsere letzte und einzige Hoffnung. Ihr müsst eure Verbündeten zusammenrufen und sie hierher bringen. Ich will es ja versuchen, ne? Diese Stadt soll euch gegen Molag Bal dienen. Wisst, dass jede Entscheidung, die ihr in Kalthafen trefft, eine Auswirkung auf die leere Stadt hat. Sie wird mit jeder Person, die ihr rettet, wiedergeboren. Sie wird durch eure Hände zu einer Waffe geschmiedet. Und was ist eure Rolle bei all dem? Ich bin eure Beraterin. Wir wollen beide Molag Bals Machenschaften Einhalt gebieten. Ich biete euch jede Hilfe an, die ich euch zu leisten vermag. Die leere Stadt wartet auf euch und eure Verbündeten. Setzt sie weise ein und sie wird euch nicht enttäuschen. Was ist der nächste Schritt? Ihr müsst jene um euch sammeln, die verloren gegangen sind. König Dynar und Vanus Galerion haben entscheidende Rollen zu übernehmen und sie müssen an eurer Seite sein. Rettet eure vermissten Gefährten. Bringt der leeren Stadt ihren alten Glanz zurück und wir können unseren Angriff auf Molag Bal beginnen. Ihr werdet natürlich mehr als nur König und Magier benötigen, aber sie sind ein genauso guter Anfang wie jeder andere. Andere in diesem Reich, jetzige und künftige Verbündete, haben bei diesem Unterfangen alle eine wichtige Rolle zu spielen. Andere? Auf eurer Suche nach dem Magier und dem König werdet ihr gewiss noch andere treffen, die eure Hilfe brauchen. Sucht nach jenen, denen ihr vertraut und die gewillt sind, uns hier beizustehen. Und der Magier und der König, wo kann ich sie finden? Geht nach Westen, jenseits des mondlosen Gangs. Dort findet ihr den Aileidenkönig, der in einem Turm der Finsternis gefangen gehalten wird. Vanus, der Magier, ist irgendwo auf der östlichen Ebene. Sein genauer Aufenthaltsort ist vor mir verborgen. Ich werde den Aileidenkönig und Vanus den Magier finden. Ich empfehle euch, erst nach Westen zu gehen, um den Aileidenkönig zu finden. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Wenn ihr König Dynar befreien wollt, müsst ihr die Lichter Merivias bergen. Die Lichter haben die Kraft, sein dunkles Gefängnis zu öffnen. Okay. Ja, das ist interessant. 01